Hallo und wunderschönen guten Abend hier bei uns im Jugendkulturzentrum Corner zu Corner TV. Ich habe heute Abend ganz illustre Gäste bei mir zu Gast und zwar nennen die sich Friday Spirit. Die Jungs kommen aus Hallein, so viel vorweggenommen. Ich habe da den Christoph, den Jo, den Dave und den Flo. Herzlich willkommen erstmal. Hallo, schön, dass du da sind. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr da seid. Es ist relativ schwierig, weil ich muss mal zur Erklärung sagen, ich habe gerade eben vor 3, 4, 5 Minuten ein anderes Interview gegeben. Jetzt ist mein Kopf ziemlich leer. Füllt mir bitte meinen Kopf mit Informationen. Wie lange gibt es denn Friday Spirit schon? Klassische Frage. In der Konstellation seit Januar 2015. Da ist der Chris dazugekommen. Ich bin 2012 dazugekommen und die anderen beiden machen das schon seit 2009 oder so. Seit 2009. Viel Live-Erfahrung in diesen Jahren gesammelt? Nein, also man muss sagen, wir haben angefangen im klassischen Keller als Coverband. Haben dann mal ein, zwei Jahre so mal dümpelt, kann man sagen. Unseren ersten Gig haben wir, glaube ich, noch 2 Jahre gehabt. So. Und dann haben wir, ja, es ist nicht viel gegangen, ich weiß nicht, an was gelingt. Es ist halt erst jetzt in letzter Zeit, seit mit der neuen Konstellation, geht es auf einmal bergauf. Was heißt bergauf? Mehr Shows, mehr Gigs, mehr... Wohin geht der Weg? Mehr Interviews. Okay. Interviews. Nur wenn ihr das so gern macht, können wir das auch ein bisschen ziehen noch so. Ja. Perfekt. Machen wir ein bisschen längeres Interview. Ich frage mal die Technik, Chris, wie lange darf ich den Interview machen? Aber wenn ich im Schwätzer bin ich im Schwätzer, das kann seit Zeit dauern dann. Nein, machen wir es wirklich, wirklich knackig so und die Informationen. Jetzt möchte ich ganz einfach den Flo was fragen. Ja? Die Texte, die Songs, die Musik, wo kommen die her? Wer macht die bei euch? Macht ihr das in einem ja, basisdemokratischen... Da lacht das Publikum basisdemokratisch. Wo gibt's das? Ja? Also wir haben schon oft fantasiert, dass wir irgendwann mal diese Frage gestellt kriegen und haben. Also gut, ich probiere es mal häufig zu erklären. Also für gewöhnlich komme ich eigentlich mal mit einer Grundidee daher, habe so einen Gedanken von einer Melodie und bringe eigentlich das gleich mal in die Probe mit und wir arbeiten gemeinsam eigentlich dann schon mal an dem größeren Konzept und die Texte. Die schreibe ich und somit, aber wir versuchen immer einen Song gemeinsam zu bauen und es kommt selten, aber ab und zu mal, sagen wir, von selbst einer zustande. Also ich habe mir, glaube ich, 1 oder 2 Songs selber geschrieben, aber den Rest bauen wir eigentlich immer zusammen. Okay, du bist der Schlagwerker von der Mannschaft hier? Genau. Ja. Wo sind deine Wurzeln? Meine Wurzeln sind, sind bei der... Meine Wurzeln sind bei der Bergknapp Musikkapelle Bad Dürnberg, was ist die älteste Blaskapelle in ganz Österreich ist, mit über 425 Jahren. Wohl aufgemerkt, vor 425 Jahren haben die noch durch die Nasenpfeife gespielt wahrscheinlich. Ja? Nee, 425 Jahre. Ja. Es ist ja spannend. Schlagwerker, die aus solchen Formationen herauskommen, ja, die können wirklich Schlagzeug spielen wie eine Uhr, wie ein Taktil. Tak, die sind der Wahnsinn. Ja? Die kommen nie draus, weil wenn da 20, 30 Leute außen rum spielen, machen Mordsrabatz, dürfen die Jungs nicht draus kommen. Ja? So, jetzt frage ich mal den Bassmann, und zwar den Christoph. Wir hatten diese Woche, am Mittwoch hatten wir eh schon das Vergnügen miteinander. Wir waren zusammen in der Radiofabrik gesessen und haben ein Interview gemacht. Bisschen Werbung für die Radiofabrik auf 107,5. Man kann auch streamen und man kriegt auch Bilder aus dem Studio. Da hat man uns dann live gesehen, winkend. Ja, also eher so, ja, das sind Standbilder. Nicht wirklich, dass sich da was bewegt, aber es war so. Und wir haben da schon relativ lange Gelegenheit gehabt zum Plaudern. Was erwartet uns heute Abend? Was man erwarten kann, das kann man vorher so noch nicht genau sagen. Wir haben manchmal passiert einfach irgendwas. Man plant es zwar, aber weiß ich nicht. Manchmal in München haben wir eine Melone mitgehabt. Die ist passiert. Eine was? Die Melone. Melon Mike. Warte, Moment. In Salzburg haben wir mal eine Kokosnuss mitgehabt, ja. Was haben wir noch?
Coconut Kyle. Coconut. Ja, man kann sagen, wir Melone, haben sowas wie... Ja, es geht eigentlich bei uns nur ums Obst, kann man sagen. Also alles andere. Ja, das heißt quasi Früchtchen. Ja, wir haben sowas wie einen Fruchtfetisch. Dadurch kommen wir uns immer irgendwie beschützt vor und das garantiert, dass die Show einfach gut wird. Und in der Regel wird es halt einfach so. Das ist so ein Totem, das was einfach die ganze negative Energie auf der Bühne aufsaugt und die Frucht, das Obst, das ist. Das funktioniert wirklich bei jeder Band. Um in der Küche zu bleiben, das ist das Sahnehäubchen. Ah. Das Sahnehäubchen. Ich könnte euch noch ein Stück Kürbis dazugeben. So, ja. Hatten nicht. Wir ja auch einen ganzen Topf voll Kürbissuppe, hatten wir heute Abend verspeist. Okay, es wird. Ich glaube, Gemüse funktioniert nicht. Nee. Gemüse funktioniert nicht. Zu vegan. Zu gesund. Ja. Okay, ich hatte zwar schon mal hier das erste allgemeine Heimorgelorchester und es gibt ja auch das erste Wiener Gemüseorchester. Ja, das gibt es ja auch. Die schnitzen sich echt auf der Bühne eine Karotte, eine Gurke, ja, und machen da drauf Musik. Solltet ihr vielleicht mal probieren? Also, es muss nicht immer Ananas sein. Ja, das kann der Jo spielt am liebsten auf einer Banane. Also das ist. Pardon, liebe Technik, wann wird das gesendet? Nach 21 Uhr oder? Es geht nur ums Obst. Ich habe da gar keinen Hintergedanken. Ich meine, man kann auf einen Apfel spielen, aber er spielt halt auf einer Banane. Ich frage jetzt nicht, wie du auf der Banane spielst. Ja, das. Okay, echt, er spielt. Man kann es nicht beschreiben, man muss es sehen, man muss dabei gewesen sein. Es ist einmalig. Ich hätte einen Apfel oben. Ja, Apfel geht auch. Also vielleicht können wir unser schrägstes Erlebnis erzählen. Erzähl bitte, erzähl bitte. Das war in Innsbruck wieder die Vorband, einfach so ein, weiß ich nicht, 15-, 16-jähriger Schlagzeuger, so mit total schwarz behangenes Pentagramm und so. Und der war dann bei unserer Show im Publikum und der hat eine Ananas gekriegt. Und irgendwann von uns. Ja, haben wir, wie hat der geheißen? Ananas. Pineapple Pete. Genau. Also da haben wir fast zum Spielen aufhören müssen, weil da dieser jugendliche Satanist da gehängt ist und diese Ananas so abgöttisch zerfleischt hat, dass die Zeit stillgestanden ist. Aber wir haben heute keine Ananas mitgenommen, weil es war doch eine ganz schöne Sauerei und haben mir gedacht, mit den Fernsehkameras und so, machen wir das nicht. Okay, meine Lieben, ja, also ihr merkt, es wird recht fruchtig heute Abend. Es sind auch schon Gäste gekommen, ja, weil. Ja, ja, und ich sage mal an dieser Stelle ein großes Dankeschön, ja, an euch fürs Kommen, dass ihr uns hier im Haus bespielt. Es wird eine fruchtige Geschichte. Haben wir gar nicht über Musik geredet? Schon ein bisschen Musik, ja. Das ist Musik und Obst. Ja, und man hört ja dann. Musik und Obst ist fast das Gleiche. Also, ich weiß nicht, das ist einfach so. Bauchgefühl? Ja, es ist Bauchgefühl. Man braucht Obst und Musik, das ist. Man kann es nicht erklären, das ist wie. Okay. Der eine kann mit Bananen, der eine andere kann mit Äpfeln, manche haben es mit Ananassen. Ja. Wie sagt man in Mehrzahl? Die Ananassen oder die Anna. Frag mich jetzt nicht, ich studiere Germanistik. Echt? Für die Ananas gibt es keine Mehrzahl. Ach, ich finde aber Ananassen schön. So. Ja. Die Ananessen, genau. Die Ananessen. Super, die Ananessen. Gut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, ja, für dieses doch ermunternde Interview. Wenn heute Abend eure Musik ja genauso gut würde, das Interview, ja, besteht uns ganz einfach ein sehr lässiger Abend bevor. Danke fürs Dasein, ja, und an euch draußen viel Spaß beim Schauen dann. Und die, wo nicht da sind, selbst schuld, live hier bei uns im Corner Jugendkulturzentrum. Ciao.
wir das allein. Viel Spaß mit euch. Get up, stand up high. Will you remember?
To Emptiness, die heute den Opener gemacht haben, die sind extra aus Stuttgart hergekommen für die Show. Göppingen, Stuttgart, Göppingen, Entschuldigung, Göppingen bei Stuttgart. Wir versuchen uns ja immer weiterzuentwickeln und wir schauen auch immer, was andere Bands machen und ich glaube, eins haben wir heute definitiv gelernt. Nach jedem Stückchen, Stückchen. Das ist sehr weiß. Schau, sag ja. Der Schwager. Ja, schauen wir, dass uns ein Kölbe nach. Genau, wer will, kann natürlich ein bisschen nach vorne kommen. Wenn man will, ihr müsst sowieso, sonst holen wir euch. Ja, damit. Jetzt kommt die erste ruhige Nummer. Jetzt kommt die erste ruhige Nummer. Das ist so gut. Die Männer können uns mit den Frauen einhängen, die Frauen natürlich auch mit den Männern. Auch die Männer mit den Männern oder die Frauen mit den Frauen, das ist jetzt komplett wurscht. Ihr könnt heute so sein, wie ihr wollt. Ja, nächstes Mal was Biffy. Thank you.
Aber wir spielen jetzt ein Leichen, für den ich was das nicht kennen gut, wir spielen jetzt ein Leichen. Ja, was der Wurfs, der kam ich. Achso, Jo, Entschuldigung, Jo muss noch trinken. Applaus für den Jo, der verzögert immer das Set. Da nehm ich mir den. Thank you.
gut gegangen, ja? Schauen wir mal. Jetzt kommt die schwierigste Stelle vom Quiz vom ganzen Set. Jetzt darf er nicht verkacken, jetzt muss ich konzentrieren. Jetzt darf kein Fehler passieren. Running down that line.
Leuchtfeute und anspucken oder mit? Weil das war gerade mit. Aber ich spuck die später noch. Ja, wir okay, der Erste, der den Apfel in unserer Bühne findet, darf ihn behalten. Okay, der den am meisten will, der würde ihn sich umbringen. Der Apfel! Hörst du nicht zu? Schaust du kein Fernsehen, hast du nicht das Interview gesehen? Der Adam Apfel. Der Adam Apfel, genau. Das ist Großbritannien, das ist der Emo-Punk. Der ist nicht gut anspuckbar. Wer hat den Glück, Mann, ja? Ja, ganz die Nummer ist tanzbar. Wer von euch kann twerken? Achso, die nächste Nummer ist zum twerken gedacht. Twerken? Kennt niemand twerken? Gibt's einen YouTuber? Alles funktioniert. Thank you.
glaube, das ist so, wie das Okie nicht berechnen kann. So, das wird so. Was passiert? Was passiert? Ja. Da gibt es die Kaltdiffusion. Okay. Flo, wie war das mit dem Pferd? Ist nicht geklappt? Ich habe das nicht gemerkt. Wir sind Free Spirit, wir machen keine Fehler. Nee. So, dafür? Weil jetzt, ich hab jetzt falsch gespielt. Ja? Ja, genau. Aber nächster Song darf. David, du suchst wen aus, der was zu mir kommen darf. Der hübsche junge Dame. Genau, weil ich so falsch gespielt habe, besinge ich jetzt eine Dame. Das ist ein Liebeslied, oder? Ja, bitte. Genau, komm zu mir. So, damit ich die gut sehe. Name. Name? Die Lara kommt zu mir. Riesen Applaus! So, damit ich die gut sehe, da. Da hast du her. Und der Jo fängt jetzt gleich an. Das muss genauso werden wie du. Right.
hätte er durch eine Tür gehen können. Wenn noch nie eine Tür. Das ist ziemlich cool, oder? Oh ja. Okay, einen Song haben wir noch. Ich glaube, da hat der Flo was dazu zu sagen. Der Flo hat eine Message. Ach, schon. Ich bleibe mal wieder hinten. Das ist schade. Genau, es gibt sicher bei jedem im Leben eine Person, die man so abgrundtief hasst. Das ist sicher die Ex-Freundin, der Ex-Freund, egal wer. Das kann man sich aussuchen, kann ja die Schwiegermutter sein. Genau. Und das haben wir als You Are Dead to Me. Und das singen wir auch im Refrain. Es geht ganz einfach und ich mache euch das jetzt mal vor und jetzt macht es natürlich noch. You're dead to me. Und jetzt. You're dead to me. You're dead to me. Dead to me. Genau so machen wir das. I'm dead. Richtig verrückt an.